Jo Leute, was geht ab? Heute zu einem ganz neuen Video. Ich habe ein neues Tablet und es ist, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber es ist auf jeden Fall ein T106, so heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Es steht auch nicht hier drauf, welche Firma oder so. Ihr könnt mal nachgucken, T106 oder mit T106. Könnt ihr mal gucken. Ich weiß nicht, was es für eine Marke oder so ist. Oder ob das Tablet so heißt, weiß ich nicht. Es hat eine 8 Pixel-Kamera, ich weiß nicht genau. Dann noch eine Frontkamera. Ich kann es mal machen. So sieht's aus. Ich finde es auch eigentlich gut, aber das Ding ist, ich musste YouTube, Google und mein Schneideprogramm installieren. Ich kann euch mal auch zeigen, dass ich so viel Speicherplatz habe. Hier. Gesamtspeicher 118 GB und verfügbar habe ich nur noch 98. Tablet ist auf jeden Fall geil. Das Ding ist, der Play Store. Okay. Ich habe es geschafft, auf die neueste Version zu bringen. Der Play Store. Ich gebe jetzt einfach mal Discord ein. Und sag mir mal bitte, wie ich diesen Ton wegmachen kann. Wenn ich jetzt mal lauter mache. Wenn ihr es hört. Und ich finde Discord noch nicht mal so. Leute, es gibt kein Discord. Nein. Es ist anscheinend ein Jahr alt, das Tablet. Na, komm. So. Nachrichten habe ich keine. Ja, und Leute, damit werde ich meine ganzen Videos bearbeiten. Google funktioniert auch, ist die neueste Version. Ich habe irgendwie es geschafft, den Play Store auf diese neueste Version zu bringen, aber ich weiß nicht mehr wie. Leute, ihr könnt mir es ja gerne in die Kommentare schreiben, wie man das Ganze macht, weil wenn ich jetzt hier mache und dann hier meine Apps und Spiele mache, und dann Updates, ja, wird hier nichts mit Google Play angezeigt, aber ich kann es euch nochmal zeigen, Leute, glaube ich. Ich mache das jetzt mal. Das geht ja recht schnell. Ja, Leute, das ist neu, das Tablet. So ein Jahr oder so alt. Ich habe das extra hier so gemacht mit den drei Zeichen, weil das besser ist. So. Und ich denke, ich weiß jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich gehe mal hier drauf, die Einstellungen. Dann bin ich, glaube ich, auf Apps gegangen. Google Play. Dann habe ich hier halt Updates deinstallieren gemacht. Dann hatte ich die alte Version noch. Bin ich rausgegangen, die Apps hier alle weggemacht. Und dann war das auf einmal so. Da war nicht mehr wie eine Einkaufstüte, nämlich jetzt so bunt. Das ist eigentlich im normalen Fall nicht so. Man kann es natürlich auch so machen. Ich gucke auch mal, ob das Spiel... Weiß nicht, was soll ich suchen, Leute? Gute Frage. Mama Top Charts. Hier sieht auch, ich kann auch Among Us spielen, Leute. Vielleicht werde ich das auch machen. Brawl Stars, sehr gut, hasse ich. Es gibt viel. Ja. So. Achso, ich lasse es mal so. Na, fuck. Ich kann auch hier. Also, ich kann auch mit einer SIM-Karte arbeiten. Das wäre hier nicht dieses Telefon und. Dieser Mann, weiß nicht. Und das sind meine aktuellen Apps, die ich alle drauf habe. Obwohl die meisten bis also Google Play ist das eigene.
Das war schon auch vorher drauf, aber das musste ich installieren nochmal. Also Updates regelmäßig. Google muss ich installieren, YouTube muss ich installieren, Videoshop muss ich installieren. Was ist Videostudio? Also hier kann ich auch bearbeiten. Ich mach mal YouTube. Weiß nicht. Ah, guckt mal. Wahrscheinlich ist es auch so ein Schneideprogramm, aber wer weiß, ne? Vielleicht zum Verschnellen oder so. So, Leute. So. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll. Ich habe sehr viel Speicherplatz. So. Ich habe ja 98 GB frei. Und die ganze schwarze Zeile ist der Speicherplatz, also verfügbar. Und das sind diese kleinen Punkte, also App-Daten, Medieninhalte, Bilder, Videos, Audio, Musik, Töne und so weiter. Download-Daten mit im Kache oder wie es heißt. Sonstiges. Externen Speicher habe ich noch nicht, leider. Oder? Okay, der externe Speicher ist bereits eingelegt. Ja, moin. Ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu machen soll. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich mir installieren oder so soll. Ja. Auf jeden Fall, ich werde damit jetzt mein Video bearbeiten, was ich jetzt gerade mache. Und ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Und wenn ihr wollt, dass ich noch ein Video von dem Tablet mache, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und bye!